Das erinnert mich an die Gnus, die am Flussufer stehen und auf die Flüsse, auf die schönen Weiden auf die andere Seite der Savanne wollen. Ja? Aber in dem Fluss sind ganz viele Krokodile. Und der Mechanismus, der der Gnu-Herde das Überleben ermöglicht, heißt, mich wird schon nicht erwischen. Und dann springen sie alle hinein, die Krokodile haben ihr Festmahl, aber der Mehrzahl der Herde kommt durch auf die andere Seite. Das sind Mechanismen, die an sich sinnvoll sind, mich wird schon nicht erwischen, die aber sinnvoll sind in einer Steinzeitumgebung, nicht in einer modernen Gesellschaft. Denn in einer Pandemie sind die einigen wenigen, die das machen, Gefahr für alle anderen auch.